Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Ja, willkommen. Ja, endlich mal wieder ein Video vom Crunchy. Ich habe den Mozi eigentlich schon seit Anfang Januar versprochen, mal ein kleines Showcase meiner Armeen zu machen. Mit dem kleinen Durchstechen ist das leider doch nicht ganz so einfach wie geplant. Aber gut, halb so wild. Hole ich jetzt mal ein bisschen nach. Ich habe mal ein bisschen Ultramarines ausgepackt. Tatsächlich nicht ganz alles. Ist auch tatsächlich auch nicht alles bemalt. Das heißt, auf der linken Seite seht ihr tatsächlich meinen Standard, was ich aktuell spiele. Ich habe in ein, zwei Spielberichten diese auch schon gespielt. Ein bisschen auch teils falsch, weil ich irgendwie mal zwei Kontingente verbündet habe, beide als Ultras. Das geht ja, also wir spielen ja eigentlich mal nach Tabletop Master System oder ich versuche es so. Geht da natürlich eigentlich nicht. Das heißt, ich müsste den verbündeten Orden eigentlich tatsächlich anders wählen. Kurzum gesagt, was ich wie wo spiele bei den Ultras, ist bei mir immer noch so eine Sache, weil die spiele ich leider nicht so häufig und auch, ja, was heißt nicht so lieb, eigentlich mag ich sie verdammt gerne mittlerweile, auch eigentlich als so meine Hauptarmee, muss ich sagen, trotz meinem Chinchillas-Projekt und Tau und auch zig anderen Armeen, die ich eigentlich habe. Ultras sind aber eigentlich immer cool, aus dem einfachen Grund, weil sie niemand mag. War bei mir bisher vor 5, 6, 7 Jahren auch nicht anders. Da hat man immer gesagt, oh, Schlümpfe, langweilig und so weiter. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, so, wenn die so als langweilig verschrien sind und so weiter, warum man nicht einfach machen als Provokation, so quasi mit, oh, du musst gegen so eine langweilige Armee spielen oder vielleicht auch noch gegebenenfalls verlieren. Verlieren ist gerade aktuell auch gar nicht so schwer gegen diese Armee. Weil man muss zugestehen, Space Marines sind aktuell im Turnier-Meta-Bereich ziemlich gut. Hängt natürlich immer von den Formationen ab. Das, was ihr hier gerade bei mir seht, das ist alles noch so ein bisschen gemischt. Am Anfang hatte ich tatsächlich mal so ein 1000-Punkte-Projekt gemacht, quasi so mit den Thermis, ein bisschen Standard. Dreimal Scout-Einheiten, der dritte Scout-Einheit befindet sich noch irgendwo bei mir im Keller. Was ich jetzt hier daraus mache, ist noch immer so eine Frage. Also eigentlich ist es dementsprechend, es könnte glaube ich eine Demi-Kompanie sein, wenn wir mal betrachten. Das heißt, ich habe drei Standardeinheiten, gut, Scouts mal ausgenommen. Ich habe einen Devastor-Trupp, ich habe einen Sturm-Trupp. Was fehlt noch? Ich meine, gut, Captain-Auswahl hat man genug. Mein Lieblingscharakter ist der Sicarius. Das muss ich sagen, eins meiner Lieblingsmodelle. Nicht wundern über die Waffenhaltung, die ist magnetisiert, also die Plasma-Pistole. Einfach
weiß gar nicht, warum ich die magnetisiert habe. Ich weiß gar nicht, ob er eine andere Waffe haben kann. Den habe ich tatsächlich auch Spaß gehabt zu bemalen. Er ist aber tatsächlich der Grund, warum meine Bemalung auch immer noch so ein bisschen stockt. Hier sieht man, dass ich ein bisschen Non-Metal-Metal probiert habe. Das wollte ich eigentlich bei den anderen Waffen quasi auch durchziehen. Muss aber gestehen, dass ich bei Grau extrem, also bei Grau, bei Silber, besser gesagt, noch extreme Schwierigkeiten habe. Auch Lieblingseinheiten meinerseits waren die Veteranen des Tyrannidenkriegs. Die gibt es aktuell leider nicht mehr. Also da bin ich froh, dass ich mir, glaube ich, zwei Packungen gesichert habe. Nee, eine glaube ich sogar nur. Muss ich mal gucken, ob ich sogar noch mehr kriege, weil die Rüstungen extrem geil sind. Also meiner Meinung nach. Da kann man schon verdammt coole Space Marines oder auch Old Marines halt machen. Hier sieht man halt auch an den Waffen, ich habe auch ein bisschen, also wie gesagt, ich habe da noch Probleme, deswegen bin ich mir auch noch uneinig, sag ich mal, ob ich das Non-Metal-Metal wieder ein bisschen wegmache und daraus Gold mache, wäre auch unnötige Arbeit so schade. Andere Sache ist, ich kann natürlich die Waffen jetzt noch mehr Non-Metal-Metal machen. Ich bin aber halt da nicht, da muss ich mich reinfuchsen, da muss ich reinüben, weil das habe ich noch nicht drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was haben wir noch? Also ich habe 3 Scout-Einheiten, die habe ich, die Terminatoren. Ich habe klar den Money, der ist am Start. Das ist ein schönes Modell, der ist jetzt Sky High-End Class in der Bemalung. Also man sieht, dass ich auch bemaltechnisch viele Unterschiede habe. Skripto habe ich immer ganz gerne gespielt. Damals habe ich den geholt und spielte ihn als Tigurius, als er anfing im Codex aufzutauchen. Da wusste ich auch noch nicht, dass er so mega stark ist. Habe ich ihn trotzdem mal gespielt, weil ich wollte halt einen Skriptor haben. Mittlerweile ist er tatsächlich fast gesetzt anhand seiner Psy-Kräfte, weil er darf ja 3 Sprüche auswählen. Stufe 3 darf diese wiederholen, wenn du nicht den richtigen hast. Und wenn du natürlich noch einen Pasch hast, darfst du ja den Pasch ja auch nochmal wiederholen, dass du halt einen anderen hast. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Tigurius quasi den Zauber bekommst, den du möchtest, ist relativ hoch. Ja, gut, man muss dazu sagen, ich habe da mal auf einem Turnier damit gespielt und wollte halt auf Unsichtbarkeit spielen, damit die Thermis unsichtbar waren. Ende von Lied war, dass ich von 3 Spielen und diesen oft wiederholbaren Würfeln in einem ganzen ein Spiel, tschick, zurück in die Vergangenheit, Zukunft, dass ich die versucht habe, unsichtbar zu machen, und in 3 Spielen habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal geschafft. Ja, ansonsten ist klar mein Liebling immer noch mein Vindicator. Oh, hier ist der Sturmbeutel abgebrochen, sehe ich gerade. Da habe ich ein bisschen Zeit reingesteckt. Den kennt auch vielleicht der ein oder andere aus näheren Land Trader. Spiele ich mittlerweile auch ab und zu gern. Den müsste ich aber auch nochmal aufpimpen, weil der ist noch recht lieblos. Also der hat schon ein paar Details, aber da fehlen halt noch die ganzen Freehands, die ich da gemacht habe. Man sieht auch ganz leicht, das ist das Problem meiner Ultras auch noch, das heißt, da muss ich mich auch noch hinsetzen, sobald erstmal alle spielfertig sind, dass ich tatsächlich einige Blautöne ausprobiert habe. Das heißt, ich war am Anfang nicht ganz so zufrieden, das heißt, hiermit habe ich angefangen. Das war aber dann so ein Standard-Blauton, der mir nicht so gefiel auf die Zeit. Dann hatte ich ein schöneres, kräftigeres Blau gefunden. Was ich toll fand, meine Ultras waren auch am Anfang relativ dunkelblau. Man sieht das schön an den, oder was heißt dunkelblau, an den Thermis, dass das so ein, ja, so ein typisches Blau ist. Und später wollte ich aber halt ein schönes, helleres, also auch die Kontraste. Man sieht natürlich auch dann lichttechnisch, dass da ein bisschen noch was ist. Das heißt, ich habe es dann aufgehellt. Das ist, glaube ich, Kalidor Sky am Ende. Also die Basefarbe, die gefiel mir dann sehr, sehr gut. Was ich noch am Start habe, was noch gemacht werden muss, weil das sind, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte, das sind 1,5. Gut, Land Trader, Tamis, Money, wenn man ihn spielen würde, wäre halt sehr, sehr viel. Für den Cassius will ich noch machen, aus dem, wie heißt das, Deathwatch, Kill Team, glaube ich. Den fand ich ziemlich, ziemlich cool vom Modell her, weil der alte ist, naja. Und was halt hier ist, habe ich ganz am Anfang gespielt, auch wo man noch nicht genau wusste, wie gut es ist. Das heißt noch nicht wusste, man wusste schon, dass es gut, aber mittlerweile ist es in jeder Standardarmee, ist halt die Skyhammer Annihilation Force. War damals auch schwierig zu spielen, weil man kein offizielles Datenblatt hatte. Durch Angels of Death bekommt man es wieder. Nicht irritieren lassen, der gehört nicht dazu.
Das heißt, ich habe in dem Fall, wenn man das mal so hinlegt, die ausblendet hier, habe ich halt zwei 10er Devastoren-Truppen und zwei 10er Sprung-Marine-Trupps. Aus dem einfachen Grund, ist zwar teuer, zwei Landungskaps empfehlen noch, die sind auch noch verpackt. Ich spiele halt immer zwei Kraftkanonen und zwei Multimelter in jeweils einen Trupp und durch Kampfdoktrin lade ich die aus der Landungskapsel aus und splitte die halt in zwei Fünfer-Truppen auf. Das heißt, da sind immer zwei Spezialwaffen und drei Opfer quasi drin. Alternativ kann man die auch natürlich zusammenlassen, aber das Feuer aufteilen durch diese Option ist halt sehr, sehr gut, weil ich sag mal, wenn du das nicht machst und spielst einen 10-Mann-Trupp, bringst du ja quasi einfach nur zwei Landungskapseln zum Gegner und hast halt zwei 10-Mann-Truppen. Die teilen zwar gut aus, aber danach werden sie auch beschossen als nur zwei Truppen. Und wenn ich sie aufsplitte in vier Truppen, muss der Gegner halt auch vier Ziele wählen. Klar, die sind leichter zu zerstören, weil man halt nur 5-Mann-Truppen hat, aber halt auch deutlich nerviger. Ist auch so eine Skyrim-Annihilation Force, ist tatsächlich so eine, Space Marines sind eigentlich dafür bekannt, so eine First-Strike-Armee zu sein. Es ist halt quasi die erste Runde, zweite Runde richtig zuschlagen und danach muss man gucken, was er überlebt nach der gegnerischen Feuerphase, beziehungsweise eventuell Angriff. Das ist ja der Nachteil, du schockst halt ran, du kannst halt nur schießen, nichts weiter, musst dich halt danach beschießen und angreifen lassen. Ja, mit Kampfdoktrin ist das aber eine ziemlich coole Geschichte. Dann haben wir natürlich noch die zwei 10-Mann-Truppen. Das ist auch ein bisschen gemischt. Das habe ich dann am Ende gemacht, weil ich fand den Bausatz der Expo-Granado-Garde ziemlich cool und wollte aber meine Sprung-Marines ein bisschen aufpimpen, damit die ein bisschen Veteran-Kriegermäßig aussehen. Das heißt, sie haben halt noch ein bisschen, man sieht, magnetisiert. Die haben halt andere Rüstungstypen, das soll aber ganz normaler Sprung-Marine-Trupp sein. Einfach dann die Aufwertigkeit, dass man halt sieht, okay, das wird jetzt die Veteranen der Tyranniden-Kriegs. Okay, die gibt es offiziell, glaube ich, nicht mehr nach der Geschichte. Die wurden ja so ziemlich, waren weg. Ja, jetzt weiß man ja auch anhand der Infos, dass aber nicht alles zwangsläufig weg ist. Sprich, der Primarch der Jungs taucht wieder auf. Deswegen habe ich die auch wieder aktuell rausgeholt. Meine Jeans-Tiers sind fast fertig. Ich habe leider im letzten Monat nicht das Video geschafft. Ich habe es schon geschafft, ich habe es nur leider zu spät hochgeladen. Da war Mozi schon fertig. Ergo gibt es jetzt demnächst mein Video. Ich bin aber auch momentan maltechnisch ins Stocken gekommen, weil, wie gesagt, meine Tochter ist bis abends 18 Uhr vor der Dali. Das heißt, da kann ich keinen Pinsel in die Hand nehmen, ohne dass er wieder eintrocknet und Co. Und wenn du dann abends 18, 19 Uhr die Kleine im Bett hast, dann hast du alles andere als Lust und Geduld, dann dich hinzusetzen, noch zu malen. Muss ich zu meiner Geschande gestehen. Wird aber sich demnächst ändern. Hier sieht man auch nochmal ein kleines Malschema, wo ich angefangen habe, mal Non-Metal-Metal zu üben, beziehungsweise auch das Farbschema einen kleinen, ganz normalen taktischen Space Marine zu üben. Ja, ich hoffe, die Armee gefällt euch. Ich weiß, Schlümpfe, Space Marines, Schlümpfe mag ich eigentlich ungern zu sagen. Ich finde das auch total unpassend. Ärgert mich natürlich auch nicht. Also wenn man Schlümpfe sagt, ja, dann ist das halt so. Ich finde Ultramarines tatsächlich ein sehr cooler, stimmiger Orden. Wenn man tatsächlich auch mal die Bücher liest, gerade jetzt die aktuelle Primarchenreihe, habe ich leider nicht gelesen, aber hat mir ein guter Freund gesagt, dass da der Primarch richtig badass rüberkommt. Das heißt, die Geschichte von den Robert ist ziemlich geil. Muss man sich einfach nochmal beschäftigen und nochmal das Büchlein holen. Ist ein bisschen teurer, glaube ich. Meine, das Buch ist relativ klein und kostet, glaube ich, 17 oder 20 Euro. Also es ist schon ein Happen. Allerdings muss man sagen, dass es ein Hardcover ist und die Qualität wirklich bibliothekstechnisch tauglich ist. Das heißt, wer da so eine kleine Hobbybibliothek hat zu Hause und möchte geil posen, ist das Buch echt ein Sahnestück. Ah, Jing Jing. Mal gucken, wer das ist gleich. Ja, was ich noch machen werde, wohin es geht, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich kein Freund, also wer mich kennt, ich weiß nicht, ob ich das so lasse, wie es ist. Das heißt, ich mag es halt nicht, aktuell Sachen zu spielen, die jeder spielt. Klar, ich habe das halt vorher gespielt, bevor das überhaupt salonfähig wurde. Was heißt gespielt? Die haben nicht so viele Spielrunden. Aber ich mag jetzt zum Beispiel ungern halt eine Skyrim Annihilation vorspielen, weil es ist halt der Einheitsbrei und ich möchte mit der Armee das auch nicht machen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch wieder zurückgehen und werde meinen Endraider mit meinen Tamis spielen. Ich muss mal gucken, was formationstechnisch möglich ist. Vielleicht werde ich auch nur eine, oh, ich weiß gar nicht, wie heißen die, Medusa Strike Force spielen. Gut, die ist auch standardmäßig überall gespielt. Aber ich werde wahrscheinlich irgendwas nur so spielen oder nur eine Demi-Kompanie oder zwei Demi-Kompanien verbinden. Gut, da habe ich natürlich dann die Option, dass ich kostenlos Fahrzeuge spielen kann. Ob ich das wieder möchte, weiß ich nicht, weil man sieht, ich habe noch nicht viel. Ein Rhino ist auch noch verpackt.
Ich weiß absolut noch nicht, wohin mein Weg geht. Das heißt, wenn ihr mal so ein paar Empfehlungen habt, oder was spielt ihr am liebsten mit euren Space Marines? Wenn man wirklich sagt, okay, man möchte gewinnorientiert spielen, aber man möchte nicht den Einheitspreis spielen. Was habt ihr so am Start? Ich habe noch drei Flieger, muss ich sagen. Drei Stormhawks, Interceptors und ein Storm Talon ist noch am Start, also vier Flieger. Da war ich noch am Überlegen, Whirlwinds hätte ich theoretisch noch, ist aber dann doch nicht so mein Spielstil oder meine Einheit. Ich habe noch einen zweiten Vindicator, war ich noch überlegen, ob ich den bemale und mir noch einen dritten hole. Finde ich halt eine coole Einheit. Könnte man auch vielleicht kombinieren, dass ich wieder maltechnisch ausraste und die anderen zwei Bulldozer schaufeln im gleichen Stil bemale, sodass sie aneinander passen. Wäre halt ziemlich stimmig. Springer mag ich aktuell sehr, sehr gern. Die sind halt sehr fragil, sag ich mal, aber halt dafür schnell und aber sieht cool aus. Devastoren-Truppen, muss ich sagen, sehen halt auch cool aus. Gerade der neue Devastor-Trupp, der ist halt einfach geil. Also die Rüstungstypen sind Granate. Da muss ich halt gucken, was ich da noch mache. Ob ich vielleicht, Demi Kompanie hat ja einen Unterstützungstrupp. Vielleicht, ich mag auch die, auch wenn sie nicht bei die Ultras reinpasst, die, glaube ich, die Shadow Strike vom Formation da, Grundformation, da hast du halt tatsächlich die Möglichkeit, einen Trupp deckungsignorieren schießen zu lassen für jeden Scout-Trupp, den du extra mitnimmst. Das war so meine Intention und mein Gedankensprung, den ich hatte, das zu spielen. Deswegen auch eventuell die Grafkanonen von den Unterstützungstruppen lieber in die taktischen reinzupacken. Dann auch den Devastoren drum, wenn ich drei Scout-Truppen spiele, beziehungsweise ich habe noch drei Biker, dass ich dann irgendwie vier Einheiten deckungsignorieren schießen lassen kann. Das tut ziemlich weh, weil gerade Graf und alles andere schwere Waffen sind halt stark. Allerdings werden sie halt abgeschwächt, wenn der Gegner halt es weiß und sich in Deckung stellt und dann halt die richtigen Schutzwürfer, schafft, dann ist es halt sehr ärgerlich, weil du musst halt als so mit so kleinen Einheiten musst du halt reinschlagen mit den Space Marines. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, man kann mich jetzt auch belächeln und sagen, was labert der da? Entschuldigung. Aber das ist halt einfach so. Es sind nach wie vor ein Space Marine, es bleibt ein Space Marine, sehr einen guten Profilwert. Du hast natürlich sehr viele Vielseitigkeiten. Das ist das, was ich halt insgesamt an der Armee mag. Du kannst halt viel ausprobieren, viele Waffenspezialisierungen machen. Man sieht auch, ich bin nicht unbedingt auch der Freund von maximalen Craft-Spam. Das heißt auch bei den Devastoren, klar, ist natürlich auch so ein Punktefaktor. Ich glaube, 35 Punkte kostet eine Kraftkanone. Das heißt, für zwei Kraftkanonen bekomme ich schon eigentlich wieder fast einen taktischen Trupp. Und es gibt eigentlich, wenn man halt bedenkt, wenn man sieht, was ich hier spiele, und ich würde jetzt den Land Raider und Manius Kaga weglassen, dann kriege ich den Rest alles ohne Probleme in 1850er Liste. Und dann schießt erstmal die Masse an Space Marines weg. Wenn man nach den aktuellen Tabletop Masters Standard geht, darf man sogar auch nur noch eine gigantische Kreatur mitnehmen, das natürlich dann auch mir zugute kommt, weil ich habe auch momentan noch das Problem, oh scheiße, was mache ich gegen zwei, drei imperiale Ritter oder gegen einen Elder Knight, einen Elder Knight und einen Monster, ist halt zu handeln. Das kriegst du halt hin. Zwei, drei ist halt mega schwierig damit so einer Standardarmee. Die werde ich aber demnächst mal wieder aufpimpen, mal ein bisschen Regel oder Tabletop Masters konform machen. Das heißt, wahrscheinlich wird es so aussehen, dass die rausfliegen. Ob ich zwei Charaktermodelle spielen werde, weiß ich nicht. Rein gewinnorientiert müsste man halt ihn rausnehmen, Sicarius, weil er ist geil, aber bringt doch eine gute Regel mit. Ich glaube, das war diese Geschichte, dass er die eine Einheit scouten oder infiltrieren lassen kann. Ein taktischer aber allerdings nur. Das ist halt eine coole Geschichte, aber finde ich, ist gut, der kostet auch nur, glaube ich, 160 Punkte. Muss aber sagen, halt, da ist die Kurios immer die coolere Wahl. Ob ich dann wieder den Standard-Schrempel spiele, die Kurios ab rein in 10 Thermis und gib ihn, ist natürlich, glaube ich, aber auch, 550 Punkte ungefähr. Gut, Land Raider weg, die weg und dann den Rest reinprügeln, vielleicht auch nochmal. Ich finde halt den Stormhawk Interceptor halt cool. Müsste ich auch mich mal mit den Regeln beschäftigen, weil ich glaube, die Death from Skies Regeln sind, glaube ich, nicht im Turnier angewendet. Das heißt, diese extra Schubbewegung bzw. Drehen und so weiter nicht. Aber andersrum sind die wieder cool. Die haben eine 12er Panzerung. Müsste man testen. Landspeeder sind cool, da könnte ich überlegen, dass ich da noch irgendwas mache, formationstechnisch. Oder vielleicht noch ein paar dazu nehme, sind halt immer nervig und günstig. Also in diesem Sinn habe ich jetzt euch, glaube ich, ziemlich viel vollgelabert und auch relativ jetzt monoton abgefilmt. Ich werde euch jetzt noch einen kleinen Zoom geben und dann bin ich hier mit raus.
wird demnächst was für die Jeans geben. Vielleicht wird es über die nächsten 2-3 Monate, also nächsten 2-3 Monate werdet ihr wahrscheinlich mehr Ultras von mir sehen, werde ich auch mehr Berichte machen. Meine Kleine kommt ja jetzt in die in das Nestchen, das heißt, da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Weil der Robert ist ja bald da. Ich habe einen vom Fortschritt, den bin ich fast fertig, seit 1,5 Jahren. Ich habe mir aber auf jeden Fall den neuen holen, weil den finde ich auch hammergeil von der Pose, von der Dynamik, weil der von Fortschritt ist halt geil, aber der ist ja statisch. Dementsprechend bleibt am Laufenden, bleibt am Ball. Wie gesagt, habt ihr Vorschläge, was coole Formationen sind oder welche Formationen ihr von den Space Marines halt cool findet oder natürlich auch stimmig für die Space Marines findet, für die Ultramarines besser gesagt, meine ich. Dann schreibt sie einfach mal rein, schreibt mir welche eure Erfahrungsberichte, was ist top, was ist flop, was geht gar nicht, welches ist euer Lieblingscharaktermodell. Ja, einfach mal in den Comments was schreiben. Fände ich und die anderen wahrscheinlich auch cool.